Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Online. Ich habe jetzt aus Versehen einfach mal gerade doppelt gedrückt. Aber gut, ich wollte sowieso direkt weitermachen. Vom letzten Part her. Da habe ich einfach mal Aufnahme abgebrochen und direkt in derselben Sekunde wieder weitergemacht. Deswegen können, wenn die so zusammen, dann passt das da so alles. Super. Ganz ehrlich. Was sagt mir das Teil? Ich soll hier rein. Das auserwählte Volk der Altmeris. Oh, nee, das ist mir zu viele Seiten gerade zu lesen. Hier ist Schrot. Und sonst ist hier gar nichts. Und die Truhe kann ich nicht öffnen. So, Tildur war der Leuchtturmwächter. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass Tildur der Leuchtturmwächter war. Deswegen gehe ich hoch zu Tildur und gehe einfach mal davon aus, dass dieses Zeichen, was wir ja schon in der letzten Folge gesehen haben, das mir sagt, wo ich hin soll, einfach verbuggt ist und fehlerhaft ist. Und mich verarschen will, damit ich anfange, selbst darüber nachzudenken. Ja. Und hier nicht den easy Weg gehe. Okay, ganz ehrlich, würde ich das hier nicht als Let's Play machen und hätte ich genug Zeit, würde ich, glaube ich, sogar wirklich bevorzugt alles selbst erkunden. Also wirklich mir selbst dann nicht von Inquests ja sagen lassen, wo ich hin muss und alles. Das würde ich wirklich lieber machen, aber leider habe ich nicht so viel Zeit. Okay, ich hätte auch einfach darum gehen können, das wäre weitaus einfacher. Ah! Wo kommst du denn her? Stehst hier einfach rum, das finde ich voll nicht cool. Finde ich voll nicht in Ordnung, weißt du? Oh, da. Wir spawnen einfach mal direkt zwei Stück. Und schön. Entzündet es. Nee, möchte ich jetzt irgendwie nicht. Und da haben wir noch eine Bogenschützin. Ja, es sind Scharfblicke, okay. Ob die das da gemacht hat? Bam! Zerstörungsstab. Ist jetzt Rang 12. Habe ich eigentlich wieder Punkte? Nee, ich muss noch eine Himmelsscherbe finden. Dann kann ich irgendwie bei meiner dädrischen Beschwörung Zwielichtschwinge. Oh, ich würde so gerne in Zwielichtschwinge. Das heißt, meine dädrische Beschwörung muss noch hochgehen. Ja. Ja, die muss noch hochgehen. Und es dauert noch etwas. Piu, piu, piu. Oh, ich hätte echt irgendwie so gerne Piu-Piu-Sachen, ja, Sachen, Waffen. Damit ich die ganze Zeit mal Piu-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 Piu sagen kann. Ich habe so lange das Gefühl, nee. So viele Gegner, wie hier stehen. Ich soll da hinten rein. Aber da ist nur mal kein Tildur. Deswegen, ich gehe einfach mal davon aus, dass ich hoch in... Ich hätte echt gar besser zuhören sollen, was ich jetzt genau machen soll, aber... Ich gehe davon aus, dass ich hoch in den Leuchtturm muss, weil da soll ja Tildur sein. Wobei, wenn hier so viele stehen, dann glaube ich nicht, dass Tildur noch da ist. Sie haben mich dazu gezwungen. Ich hatte keine Wahl. Wer hat das gesagt? Keine Ahnung, auf jeden Fall stehen dort Gegner. Mist, die bewegen sich nicht. Deswegen war meine Feuerwand ja vollkommen umsonst. Oh, mal guck mal, die können auch so eine Eiswand. Die konnte ich auch mal eine Zeit lang. Bis ich dann diesen Stab hier gekriegt habe. Piu! Okay, da steht irgendwie so ein Wirbelwind-Typi. Den werde ich jetzt erledigen. Ach, wahrscheinlich brauche ich das hier, weil die so eine Eiswand gemacht haben. Würde Sinn ergeben. Weil ich so sonst nicht durchkomme. Obwohl ich einen Feuerstab benutze. Hm. Und da haben wir noch einen Ausweider. Vielleicht ist irgendjemand losgegangen und hat den getötet? Oh, ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo in WoW man noch die... okay, ich war nie auf PvP-Servern, aber ich kann mich noch an die Zeiten erinnern. Ja, doch, das ging ja auch so auf PvE-Server. Wo man dann losgehen konnte und die Questgeber töten. Ach, das war lustig. Also die Questgeber der gegnerischen Fraktion. Wenn man da richtig hingegangen ist, dann konnte man die töten. Ja, lustig. Ja, war lustig. Also das war schon wirklich lustig. Das muss doch irgendwie hier sein.
Da. Was muss das hier sein? Boah! Scheiß Spiel! Warum ärgerst du mich so sehr? Warum ärgerst du mich so sehr? Ich meine wirklich. Na gut, jetzt gehen wir hier aufs. Jetzt gehen wir auf das Bütchen, damit wir auf deiner Bütchen noch neue Sachen kennenlernen. Denn wir mögen Bötchen und da hinten ist eine Schlammkrabbe. Like Skyrim. Ja genau, ob das ein Schneegebiet gibt. Ob es ein Schneegebiet gibt, wie in Skyrim. Und dann sind wir hier drinnen. Ich habe gerade irgendwie da sowas gelesen, was einer geschrieben hat. Hi, Spartakus. Ist keiner auf dem Boot? Oder Zinzarani hat sie schon alle getötet. Yay, wir haben die Feuersalze. Jetzt müssen wir mit Zirania sprechen. Und dann darf ich mich wahrscheinlich da hochkämpfen. Warum bist du hier? Habt ihr die notwendigen Zutaten, um Tilduas Feuerflasche herzustellen? Hervorragend. Ich habe beobachtet, wie die Maormer den Leuchtturm betreten und verlassen. Und dabei habe ich entdeckt, wie sie den Schutzzauber an der Tür überwinden. Wie machen sie das? Die Maormer tragen eine magische Rune, die den Schutzzauber lange genug aufhebt, damit sie hinein können. Stehlt eine solche Rune von einer ihrer Patrouillen in der Nähe des Leuchtturms. Verwendet sie, um den Schutzzauber aufzuheben, und schon seid ihr drin. Ihr müsst euch beeilen. Sie sind kurz davor, ihrer Flotte Signale zu senden. Das klingt eher einfach. Alles ganz simpel. Bis der Leuchtturm zu brennen anfängt. Ihr könnt nicht auf dem gleichen Weg zurück, wie ihr hineingekommen seid. Und ihr könnt euch auch keine Flügel wachsen lassen, um einfach davon zu fliegen. Nehmt diese Schriftrolle der Teleportation. Sie wird euch zurück zum Treffpunkt am Himmelslichtstrand befördern. Okay, gut zu wissen. Leb wohl. Wow, ich glaube, die ist böse. Nur böse Leute können sich teleportieren. Und dann auch noch so mit so viel Rauch. Oder wird es langsam hell? Kann es sein, dass es jetzt um 8 Uhr hell wird? Ich mag Skyrim nicht. Ich mag Elder Scrolls nicht, wenn es dunkel ist. Oder im Moment habe ich irgendwie festgestellt, dass ab 10 Uhr hell ist. Ich habe echt keine Ahnung. Aber ich meine, das letzte Mal, als es hell war, hatte ich um 2 Uhr gespielt, das erste Mal. Wann habe ich in letzter Zeit immer Elder Scrolls gespielt? Okay, die sollte ich jetzt mal endlich bekämpfen. Das wäre keine schlechte Idee, jetzt zu bekämpfen. Oh, super, da hat ein Magier genau das Gegenteilige von dem gemacht, was ich jetzt machen wollte. Nämlich Eis anstatt Feuer erschaffen. Dadurch hat er irgendwie, also entweder ist mein Feuerzauber nicht durchgegangen, oder er hat mal, also meine Feuerwand nicht durchgegangen, oder er hat mit der Eiswand meine Feuerwand gelöscht, was irgendwie, na gut, auch möglich ist, weil das Eis schmilzt dann und das wird dann zu Wasser und das löscht dann das Feuer. Aber eigentlich lässt ja das Feuer das Eis schmelzen, aber dadurch geht ja das ganze Feuer auch weg. So ist es, Leute, so ist es, Leute. Feuer und Eis sind sich doch ein bisschen im Gegensatz. Oh, oh, nein, 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 nein. Haha, ich habe diesmal dazugelernt und werde jetzt nicht wieder aus Versehen meinen Atronarchen beschwören. Haha. Seht ihr? Zwischen den Parts lerne ich dann doch mal was dazu. Passiert selten, aber manchmal doch. Manchmal doch lerne ich was in einem Spiel. Nur ganz selten. Ganz, ganz selten. Aua, was kriegt die nicht so? Oh, nein, 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 nein. Nicht schon wieder. Ich drücke einfach viel zu... Oh mein Gott, meine Tasche ist voll. Meine Tasche ist voll. Ich sollte vorher echt... Bevor ich da... Oh, das Teil ist wieder da. Scheint hier öfters zu passieren. Weil sind wir das letzte Mal hingegangen, als im letzten Part. Als wir es gesehen haben. Ist da irgendjemand, der uns hilft oder so? Oder stammten diese Heilsachen von ihm?
Ich muss da wirklich sagen, das sieht verdammt cool aus. Das sieht ja wirklich verdammt... Ach, dann kommen die Blitze gar nicht. Dann kommen die Blitze davon und gar nicht... Dann kommen die Blitze davon und sind gar nicht hier von dem... dass es so gewittert. Okay, das könnte sein. Aber irgendwie hier ist so schön klare Sternennacht, deswegen... Wirkt es etwas komisch, wenn es hier wirklich gewittert. Jetzt gerade mein Vieh weggeschworen, weil ich aus Versehen auf Dingens gekommen bin. Und da greife ich mich an, weil ich aus Versehen dann doch noch selber angegriffen habe. Zum Glück sind andere Spieler da, die mir helfen, dass die Sache doch ein bisschen schneller geht. Schneller vonstatten. Ich nehme mal ein Stückchen des Lebens. Mal Orma-Rune benutzen. Wir werden das jetzt alle schmelzen und alle gehen dort rein. In den Leuchtturm zum Südfeuer. Okay, Hekuloa und eine Schlange, Vaynant. Gefällt mir nicht. Aber ich habe jemanden, der mir hilft. Jemanden auf Level 14, der mir hilft. Unbedeutende Schwäche der Glüh... ich will das mitnehmen. Okay, dafür muss ich irgendwas wegschmeißen. Zerstören. Ich muss danach mal verkackt, das ist das Teil weg. Ach nein, hier. Gut, ich muss echt losgehen hier in die Stadt und nochmal alles verkaufen, was ich habe. Zerstören wir. Okay, und jetzt müssen wir die Schiffe... Das Leuchtfeuer des Leuchtturms ist explodiert. Ja, ich sehe es. Der Turm steht in Flammen. Wie konnte das passieren? Was ma... Bams, wegteleportiert. Ich sehe nicht, dass er irgendwie in Flammen steht oder so. Diese Invasion ist vorbei. Ohne Signale für ihre Schiffe können die Maormer nicht durch die Untiefen manövrieren. Sie werden umkehren oder nach Pyandonia zurückschwimmen müssen. Ganz Auridon steht in eurer Schuld. Gute Arbeit. Was wird jetzt geschehen? Wir gehen nach Vulkilwacht und kommen mit Verstärkung wieder. Morgen zu dieser Zeit wird Südfeuer wieder uns gehören. Und die Invasoren werden nicht mehr als eine böse Erinnerung sein. Ohne eure Hilfe hätten wir das nicht geschafft. Ihr werdet unvergessen bleiben. Ja, super, mal wieder. Mal wieder. Mittlere Rüstung. Oh, mein Inventar ist voll. Mein Inventar ist voll, immer noch. Verdammt. Bratfett zerstören. Diese Invasion ist vor... Bla, bla, bla. So. Jetzt habe ich hier eine neue Hose. Neue Hose. Jetzt habe ich eine neue Hose an. Nee, schwere Rüstung will ich jetzt echt nicht tragen. Das ist mir doch zu schwer. Oh, ich habe ja nicht mal... Ich habe mich doch mal aufgeregt, dass ich keinen Gürtel habe. Jetzt habe ich einen. Jetzt habe ich an. Wenn mal das, gibt mir 15 Rüstung, ziehe ich das an. Eisenstulpen will ich nicht. Das Amulett von... Ach ja, komm, das ziehe ich auch mal an. Ansonsten alles gut. Ja, den Rest gehe ich verkaufen. Gern. M wie Map. Das Dolmen von Luamavia. Ich teleportiere mich jetzt in die Stadt, um verkaufen zu gehen. Hui, hui, hui. Alles dreht sich, alles schwindet, alles. Jetzt ist mir schwindelig. Jetzt ist mir schwindelig. Jetzt nicht mehr. Wir sind dort. Wir gehen jetzt eben noch verkaufen. Das mache ich, glaube ich, offscreen. Und dann im nächsten Part sehen wir uns, wenn ich da hinkommen würde. Mhm. Ja. Ah. Hier und dann näher da dran. So, geht auch. Im nächsten Part sehen wir uns dann hier an diesem Wegstrahl der zugigen Lichtung wieder. Also, wie immer, abonniert unseren Kanal. Drückt auf Gefällt mir. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Es regnet hier. Bis dann.